wollte nur sagen, bevor ihr euch anschaut, was ich jetzt über MW2 sage, will ich noch anmerken, dass ich gerade aus einer 5 Stunden Abfuck-Session komme. Jetzt, wenn ihr das Video seht, guckt es zu Ende und dann kommt ihr auf Twitch. Da ist ich auch einfach Haptic Rush und ich streame gerade die Open Beta, denn ab heute ist es auf PS4 und PS5 kostenlos für alle verfügbar. Und dann werde ich da nochmal schauen, ob sich eventuell etwas geändert hat, okay? Auf jeden Fall ist das, was ich im Video sage, trotzdem richtig. Also, lasst gern jetzt ein Like da, gönnt es euch und lutscht Schwänze. Ihr fragt euch, Jam, wie ist die Beta? Wie ist das Game? Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung? Ich würde mal sagen, ich hätte jetzt gern Joe Sassetts Pappaufsteller hier. Wenn das Joe Sassett wäre, dann einfach... Übrigens, ich habe das Reveal-Event gestreamt und Joe Sassett... Der Typ Noobs unterstützt, hat er, ich schwöre euch, das hat er extra. Ein Noob-Tube direkter Treffer-T-Shirt angehabt, Digga. Damit er allen sagen kann, ja, ich stehe dazu, ich unterstütze den Noobs. It's just a kill trigger. In this game... Joe Sassett! Er hat sogar Noob-Tube-T-Shirt! Nein! Ich habe ja mal ein Video darüber gemacht, dass MW2 eventuell weniger SBMM haben könnte. Und was soll ich sagen? Nein! Aber ich gehe einfach ins Game, okay? Ich gehe rein. Komm, wir labern nicht rum. Ja, ich bin schon drin. Perfekt. Guck mal, wie er schreit. Der hat einfach zwei Panzerplatten im Gesicht. Ach, übrigens, eine Sekunde. Alle, die es nicht mitbekommen haben, checkt das letzte Video aus. Ich habe einen neuen Controller-Partner. Ich zocke jetzt auch gerade drauf. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber gut, gehen wir rein. Komm, Team Deathmatch. Und er dreht sich um. Er sieht so erschrocken aus. Was ich gut finde ist, es ist so traurig, dass ich es sagen muss, aber Drohne und Konterdrohne kann man jetzt wirklich beides zusammen nehmen. Man kann beides spielen. Und was auch noch cool ist, was wirklich cool ist, die Streaks sind eigentlich relativ geil. Es gibt AC-130, das heißt Kampfflugzeug und es gibt ein Orbi. Mein Herz geht auf. Dankeschön. Übrigens, Leute haben schon versucht herauszufinden, wie man Kansas slidet, ne? Also ihr seht, ich kann Kansas sliden hier. Das seht ihr. Geht nicht immer, aber etwas dynamischer fortbewegen und direkt down gehen. Nein, wir fangen zum Glück mit dem Kill an. Normalerweise ist Sliden so. Man slidet und kann in der Zeit nicht schießen. Ich schieße die ganze Zeit, okay? Ich zeig's euch nochmal. Slide und schieße, schieße und jetzt kommt erst der Schuss. Die wollen Sliden schlechter machen und das ist mir als allererstes aufgefallen. Die haben hier in dem COD wieder versucht, mehr als in jedem anderen COD, Dinge... Ja, das ist übrigens die Drop-Time. Die wollte ich euch nochmal zeigen. Ja. Reinfliegen. Die haben versucht, Dinge, die Spieler gut machen oder gute Spieler benutzen können, zu nerven. Also eigentlich haben sie versucht, gute Spieler zu nerven, wenn man es so sagen möchte. Ist hier irgendwo jemand? Ich glaube, die spawnen hier. Hier ist übrigens ein... Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist ein ekliges Dach, wo die Leute campen. Und da haben wir es wieder. Warum kann man auf dieses Dach? Ich weiß es nicht. Aber lass mich mal eine Drohne kriegen, okay? Ich muss 3 Kills machen. Ich hoffe, ich schaffe es mit 15 Jahren COD-Erfahrung. Ein Kill. So, oben ist noch einer, da zeige ich mich nicht. Okay, die sind alle nach oben gegangen zum Campen. Ja, und campen oben weiter. Let's go. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also, ich will eigentlich eine Drohne erreichen, aber es reicht die Erfahrung nicht. Ah, es gibt Dolphin Dives, falls ihr das nicht gesehen habt, wie in BO2. So, zack. Habt ihr es gesehen? So, zack. Voll geil. Eigentlich wollte ich nur zeigen, dass wenn man eine Streak aktiviert, das bis zu 4 Sekunden dauern kann. Also wenn man einfach eine ganz normale Drohne aktiviert, all das, was eher bessere Spieler benutzen als schlechtere Spieler, sowas wie Drohne, Konterdrohne, braucht ewig lang zum Aktivieren. Im BO3, wisst ihr noch, wie das war? Da war es so. Tsching. Das war's. Guck mal, wie lange das jetzt dauert. Ja, bitte Aufklärung in der Luft. Habt ihr gesehen, wie lange das dauert? Guck, jetzt Konterdrohne, wie lang? Erst Konterdrohne. Drohne. Jetzt kann ich die aktivieren. Jetzt ist erst beides oben. Aber ist ja auch egal, Leute. Ich will damit nur zeigen, dass allgemein sehr darauf geachtet wurde, dass alles das, lol, alles das, was gute Spieler eher benutzen, wieder schlechter gemacht wurde. Und dafür Sachen für schlechte Spieler reingesetzt wurden, wie Kameras, wie Nades, die durch die Wand gehen, wo man nicht mal sein Leben riskieren muss, sie zu platzieren und. Das Scoreboard wieder so klein und alles viel zu klein und links, aber ist ja auch egal. Das sind Kleinigkeiten, die würden mich gar nicht nerven, wirklich. Das würde mich alles nicht nerven, wenn die großen Sachen nicht stimmen würden. Aber um das zu Ende zu führen, Leute, nein. Kehlgefühl, Sounds und Visuelles und ich kämpfe da immer noch mit Shotgun. Mit Shotgun. Mit Shotgun. Ah, die Grundlage ist krass, wie fast jedes Jahr. Die Grundlage ist besser als in Vanguard, hundertprozentig, obwohl die schon krass gut war. Aber was ich sagen möchte, ist, die großen Dinge haben sich nicht verändert. Wir haben massiv SBMM drin. Mein Leben wurde gefuckt in den letzten 48 Stunden. Wir haben Maps, die relativ noobfreundlich sind. Weniger als in MW, aber...
Shotgun. Sie rennen davon. Ja, sie rennen davon, deine Mutter rennt davon. Wir haben coole Farben, muss ich sagen. Die Maps, die jetzt gezeigt wurden, sind nicht so schlimm. Sie sind in Ordnung, es sind nicht die besten, aber sie sind auch nicht schlecht. Also da war MW deutlich schlechter. Aber Time to Kill ist todesniedrig. Keine roten Punkte auf dem Radar. SPMM des Grauens. Komisches User-Interface. Also die Probleme von MW wurden mit übernommen. Und ich werde dieses Jahr wirklich, ich freue mich auch auf Warzone 2. Es kommt ein Proximity-Chat, dass je näher man an jemanden rankommt, desto lauter man ihn auch hört. Ich werde so lustige Videos machen. Ich werde einfach COD nicht mehr ernst nehmen. Und ich fliege wieder rein. Nice, danke fürs Reinfliegen. Es gibt halt keinen Grund. In Vanguard hat mir auch reinfliegen. Und dann wurde es rausgenommen. Es macht keinen Sinn, hä? In Vanguard haben sie es rausgenommen. Jetzt ist es wieder drin im neuen COD. What the f... Ich will euch den Spaß nicht verderben. Und es ist zu früh für Meinungen. Bei all dem, was passiert. Ich meine, das haben wir erwartet. SPMM und dann mit der Drop-Time. Das haben wir alles erwartet. Ich sage einfach nur, wir müssen abwarten. Ich werde meine Meinung dazu nicht wirklich kundtun. Obwohl ich natürlich gerade nicht überzeugt bin. Weil eben das kam, was ich erwartet habe. Ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen gehofft, dass doch was anderes kommt. Aber egal. Ich habe noch keinen Kill gemacht übrigens. Das möchte ich euch nochmal sagen. Aber eigentlich kann man sich erst eine richtige Meinung bilden, wenn die Vollversion rauskommt und 1 bis 2 Monate gespielt wurden. Ich habe übrigens auch euch gefragt und am Anfang waren die Leute natürlich irgendwie ein bisschen überzeugter, aber jetzt, wo sie es selbst gespielt haben und nicht nur Gameplay sehen, haben, ich glaube, über 60% gesagt, auf Twitter, auf Instagram war es ein bisschen weniger, dass sie die Beta nicht gut finden und 40% haben gesagt, gut, also es ist noch nicht sehr eindeutig, was ich auch gut finde. Also wir sollten eigentlich warten, bis wirklich die Vollversion kommt. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich nicht guter Dinge gestimmt bin, aber gut, das ist... erstmal eine erste Meinung. Guck mal, wenn immer sowas läuft, wenn es läuft, wenn man Kills macht, egal in welchem COD, aber das sage ich auch in jedem COD, dann macht es auch extrem Spaß. Aber wisst ihr, was kommt, Leute? Es kommt Warzone mit Einladecode. Das heißt, wir können auf einer großen Map Custom Games spielen. Ich schicke euch einen Code, wie in Fortnite. Sehr, sehr gutes System. Und dann können wir uns einfach den Spaß machen. Suchen, verstecken, spielen, verschiedene Sachen machen. Ich werde mich nicht abfacken lassen von irgendeinem System, was ich eh nicht mehr beeinflussen kann. Wirklich. Ich werd da keinen Gedanken mehr dran verlieren. Das ist mir jetzt egal. Und beim Stream, übrigens, danke für den Stream, danke für die ganzen Follows und all das, also der Support ist unreal auf die Streams. Das macht wirklich sehr, sehr Spaß. Und ich werde auch öfter streamen. Und vielleicht auch mal auf YouTube, also Twitch und YouTube gleichzeitig. Aber on Stream haben die Leute auch manchmal, nicht jeder, weil ich habe einen korrekten Chat, aber manchmal so Kommentare geschrieben wie, ja, jetzt müsst ihr euch mal anstrengen. Jetzt ist nicht mehr so leicht wie früher. Was halt Bullshit ist, weil es das SBMM-System ist. Und dann sagen die Leute, es gibt immer das eine Argument und das will ich ein und für alle Mal aus der Welt schaffen. Immer dieses, ja, die Leute sind einfach besser geworden. Die sind nicht so wie früher. Jeder hat einen guten Controller, jeder hat einen Monitor und. Und das Argument lasse ich nicht durchgehen. Ich glaube sogar, wir haben mehr Noobs als jemals zuvor, weil das immer mainstreamiger wird und immer mehr Leute anfangen, die nachrücken, neu anfangen. Ich habe ja mal ein Video gemacht, das war 0,01er KD-Spiel Cold War oder irgendwie sowas und ich hatte die größten No-Hands. Wir treffen sie einfach nur nicht, sie werden beschützt. Also das Argument, so irgendwie die Leute sind besser geworden, ist Bullshit. Klar sind Leute besser geworden, aber es sind ganz, ganz viele neue nachgekommen. Ganz viele. Es kommen mehr Leute nach als jemals zuvor in der Zeit von Gaming. Wir treffen sie halt einfach nur nicht, aber egal, das Thema will ich nicht tausendmal aufbröseln. Hier ist, glaube ich, noch irgendwo einer, oder? Ja, da. Teammate. Danke, Teammate. Über mir. Zeig dich. Let's go. Okay, wir sind auf einer Streak. Wir sind jetzt kurz vorm Orbi. Ich brauche noch ein paar Kills. Kommen wir. Ah, nee, das ist kein Orbi. Stimmt. Das ist so eine Art Donnergrollen, den wir in anderen CODs hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie er hier heißt. Und ich bin fast tot. Danke. Oh, mit Geist. Oh Gott, die werden so hochgenommen. Ich muss mich so anstrengen. Spawn die hinter mir. Er ist besser. Fuck, hab veraimt. Doch, 2 Kills. Die kommen von beiden Seiten. Man kann die Spawns auch null einschätzen, Leute. Das ist das Ding. Die roten Punkte fehlen. Das ist so wichtig. Man kann null einschätzen, wo die Spawns sind. Nicht hinter mir. Nein, hinter der Bar. Was? Was? Guck mal. Da ist jemand angedockt, glaube ich. Ja, der ist angedockt. Ist das eklig. Das kann nicht wahr sein. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Man hat ihn kaum gesehen, Digga. Und dieses Reinfliegen! Und Niederlage. Und man fliegt aus den Lobbys raus. Es gibt wieder kein Map-Voting. Das Menü ist scheiße. Das User-Interface ist wirklich sehr, sehr komisch. Warum bist du so glücklich? Wie schaffst du das? Was ist dein Lebenselixier? Danke nochmal an den Abonnenten, der mir das auf der Gamescom geschenkt hat. Ich kümmere mich gut um ihn. Oh Gott. Oh Gott. Madara Uchiha ist der Mann, Digga. Was sind das für Gamer, ey? Ey, die Videos, die bei mir am besten ankommen, sind eh die mit so Freunden zusammen irgendwie Quatsch machen oder irgendwie lustige Sachen zusammenschneiden. Das kommt eh am besten an. Darum werde ich auch das immer eh am ehesten machen. Okay, 4 gegen 4. Und ich bin tot. Ich gehe raus. Ich spiele das nicht. Ich hör auf zu labern. Ich will das einfach mal hochjagen, bevor ich hier noch zu negativ werde. Ich will nicht so negativ werden. Aber COD macht's einen schwer. Das war mein Video. Das nächste Video wird ein ganz anderes. Versprochen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.